Weniger Ausbildung im Betrieb, mehr Schwierigkeiten nach der Lehre. Die Corona-Pandemie hat auch die Berufsbildung getroffen. Darum hat die ETH zusammen mit Justi 2 Jahre lang die Lehrstellensituation beobachtet. Welche Veränderungen wir auch noch in Zukunft werden spüren, erfahrt ihr heute von Thomas Polli von der ETH. Ich bin Marc Purchert und das ist die 7. Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Thomas, schön bist du da. Hallo Marc, freut mich, dass ich da bin. Thomas, wer bist du und was machst du in deinem Alltag für Berufsbildung? Ich bin der Director vom Swiss Education Lab, von der Professur für Bildungssystem. Und wir machen Statistiken und Analysen rund ums Bildungssystem Schweiz, wobei wir uns auf arbeitsmarktorientierte Bildung fokussieren. Gut, was du für konkrete Statistik und Analysen gemacht hast, möchten wir zusammen anschauen. Ihr habt vor 2 Jahren das Forschungsprojekt Lehrstellenpuls zusammen mit Justi auf die Beine gestellt. Kannst du mir kurz erklären, um was geht es da genau? Vor 2 Jahren sind wir in der Situation gesehen, dass die Corona-Pandemie angefangen hat und wir nicht wirklich gewusst haben, was das für die Berufsbildung bedeutet. Man hätte sich Horrorszenarien vorstellen können, dass keine Lehrstellen mehr angeboten werden, dass der Lehrstellenmarkt nicht mehr funktioniert, dass die Lehrlinge keine Ausbildung mehr bekommen. Man hätte es nicht gewusst. Und das ist immer etwas Gefährliches, wenn niemand weiß, was los ist, weil man dann nicht weiß, wie man reagieren kann. Und in dem Moment, eben du hast jetzt gesagt, man hat Horrorszenarien auch ein bisschen vorhergesehen. Für wer habt ihr vor allem den Lehrstellenpuls auch gemacht, um wie am Laufenden zu bleiben? Wir haben den Lehrstellenpuls für alle die konzipieren wollen, die wir Entscheidungen treffen in dieser Krise. Also das sind die verschiedenen Verbundspartner, das ist der Bund, das sind Kantone, die Firmen, die ODAS, die Lehrlinge, die Berufsberatungsstellen, einfach alle, die innerhalb dieser Krise Informationen brauchen, um mit dieser Krise umzugehen. Und was haben Sie da gesagt? Brauchen Sie für Informationen? Wir haben gesagt, wir brauchen Informationen zu verschiedenen Teilen. Wir brauchen Informationen zum Lehrstellenmarkt. Wie funktioniert das? Wir brauchen Informationen zu den aktuellen Lernenden. Wie geht es den Lernenden, die jetzt gerade in der Lehre sind? Und wir brauchen Informationen zu den Lernenden, die abschließen und in den Arbeitsmarkt eintreten. Ihr habt ja dann die Informationen über jeweils monatlich sammeln. Was war eure Zielgruppe? Wer haben die konkret jeweils monatlich gefragt? Genau, also wir haben Informationen dazu wählen, was eigentlich an der Basis, was in der Firma abgeht. Und wir haben dann dank einer bestehenden Kooperation mit Justi haben wir in extrem kurzer Zeit eine Befragung von Firmen aufsetzen, die wir dann jeden Monat gemacht haben. Also wir haben in der Firma haben wir Leute, die eben Personal arbeiten, wir haben Berufsbildner und auch Leute, die Firmen führen, CEOs und Founders. Also ist es auch ein bisschen sehr schnell dann entstanden. Man hat wie gesagt, man muss jetzt reagieren, man muss die Zukunft ein bisschen probieren, vorherzusagen zumindest. Ja, also aus unserer Sicht ist das extrem schnell gegangen und wir haben im Verlauf der Befragung dann auch immer wieder gelernt. Also wir haben das Glück gehabt, dass durch die Kooperation, wir haben im Schnitt etwa 2'000 Firmen gehabt, die da bereit gewesen sind, die Fragen zu beantworten. Und wir haben die jeden Monat befragt und haben jetzt 25 Mal durchgeführt. Gut, das heisst, ihr habt die befragt, du hast gesagt, das Angebot war ein Thema während der Lehre, aber auch nach der Lehre. Was habt ihr konkret gefragt, die Firmen? Eine Frage, die wir hatten, ist, wie viele offene Lehrstellen gibt es, wie viele besetzte Lehrstellen gibt es, wie sind die Situation der Lernenden aus, was sind ihre Aktivitäten, sind sie im Homeoffice, haben sie überhaupt keine betriebliche Ausbildung und dann auch, eben auch Fragen dazu, wie schwierig ist der Arbeitsmarkteintritt. Jetzt haben wir ja gerade gestern ein Webinar gehabt und ihr habt eigentlich, oder du hast es auch präsentiert, 2 Jahre Lehrstellenpuls. Was sind so ein bisschen die Erkenntnisse, was sind die Vorhersagen? Ich will heute nicht gross zurückblicken. Ich glaube, wichtiger ist auch für die Firmen, für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, wie sieht die Zukunft aus? Zuerst gleich aber ein kurzes Fazit. Wir wollen ja etwas aus dieser Zeit lernen. Generell, wie würdest du sagen, die 2 Jahre Pandemie, wie ist das für Berufsbildung gewesen? Wie hat sich Berufsbildung geschlagen?
Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass sich Berufsbildung sehr gut geschlagen hat. Die Horrorszenarien, die ich vorher präsentiert habe, sind nicht eingetreten. Wir haben zum Beispiel auf dem Lehrstellenmarkt haben wir gesehen, dass es dort relativ gut gegangen ist. Unsere April-Befragung hat gezeigt, dass 80% der Firmen gleich viel oder mehr Lehrstellen für das 2022 anbieten als im 2021. Und insofern sehen wir, dass eigentlich das Lehrstellenangebot auch während der Pandemie und auch jetzt nicht eingebrochen ist. Wieso glaubst du, ist das so? Ich glaube, eine Lehre ist eine Investition der Firmen, eine Investition in die Zukunft, ins Humankapital der Zukunft. Und ich glaube, sie haben auch in der Krise gesehen, wie wichtig es ist, ins Humankapital der Zukunft zu investieren. Wir haben auch gesehen, oder das haben wir gestern auch gesagt, sind rund 73% der Lehrstellen aktuell besetzt für den Sommer. Wenn man zurückschaut auf ein paar Jahre, ist das ja auch im männlichen Bereich eigentlich. Also heisst das eigentlich, die Besetzung ist auch relativ gut weitergegangen, nebst dem Angebot? Die Besetzung ist relativ gut weitergegangen. Wir haben aber jetzt eigentlich relativ tiefe Werte. Also wir haben vor einem Jahr haben wir Wert von ungefähr 83% gehabt. Das heisst, während der Pandemie scheint die Lehrstellenbesetzung und der Lehrstellenmarkt sehr gut funktioniert haben. Im Moment zeigen unsere Daten eigentlich eher, dass es eine schlechtere Besetzung gegeben hat. Und das ist sicher eine Frage, die uns in Zukunft auch wird beschäftigen. Wieso ist das so und wird sich das in den nächsten Monaten noch korrigieren? Also das ist jetzt eigentlich ein rechter Widerspruch, oder? Wenn du sagst, die Besetzung hat besser funktioniert in der Pandemie. Hast du eine Vermutung? Habt ihr eine Vermutung, wieso das jetzt so ist? Wir haben das gestern im Webinar diskutiert und es sind verschiedene Hypothesen im Raum. Eine Hypothese ist, dass in der Pandemie sozusagen Lehrstellen besetzt worden sind, die man gerade bekommen hat, dass das dort sehr praktische Einstellung war. Eine andere Option ist, dass es sehr viele Lehrstellen gibt und dass eigentlich das gute Funktionieren vom Lehrstellenangebot dazu führt, dass jetzt eigentlich nicht so viele Lehrstellen besetzt sind. Aber um ehrlich zu sein, ich habe noch keine gute Antwort auf das, sondern kann da nur spekulieren. Aber du meinst, es könnte sein, dass in der Pandemie die Firmen und auch die Jugendlichen so ein bisschen Respekt gehabt haben und einfach gesagt haben, hey, jetzt haben wir jemanden, wir haben so ein Match in dem Sinn zwischen Betrieb und Jugendlichen, jetzt tun wir doch den Vertrag unterschreiben. Genau, das ist eine mögliche Erklärung. Okay, gut, spannend. Also wir haben, eben du hast jetzt Angebot gesagt, wir haben jetzt Besetzung angeschaut, wo so weit eigentlich nicht den Horrorszenarien entsprechend eingetroffen ist. Jetzt, aber ganz generell, das ist eine Pandemie, die jetzt seit 2 Jahren dauert. Das haben ja die Jugendlichen schon auch, das haben ja die Jugendlichen sicher auch gespürt oder auch betrieben. Was haben die da für Feedbacks bekommen von den Firmen? Es haben ja auch Betriebe müssen geschlossen werden, als Beispiel. Genau, also wir haben Betriebe gefragt, ob die Lernenden den Kompetenzverlust, den sie haben, können aufholen. Und die Ergebnisse zeigen, dass die Ergebnisse sind einerseits positiv und andererseits negativ. Die Ergebnisse zeigen, dass der Kompetenzverlust vermutlich nicht riesig war. Sie zeigen aber auch, dass die Jugendlichen, die in der Pandemie ausgebildet worden sind, vermutlich nicht gleich viele Kompetenzen erworben haben. Also es gibt einen Kompetenzverlust bei den Jugendlichen, die in dieser Zeit haben müssen, die Ausbildung machen. Kann man das auch ein bisschen auf die verschiedenen Branchen anschauen? Es ist ja doch sehr, denke ich, unterschiedlich. Unser Ergebnis zu dem Kompetenzverlust ist eigentlich, dass die Unterschiede zwischen den Branchen nicht so gross gewesen sind. Und unsere Erklärung dafür ist, dass es grob gesagt so ein bisschen zwei Typen von Problemen gibt. Die eine Problem ist das, was man sofort daran denkt, nämlich, dass der Betrieb geschlossen wird und dass die Jugendlichen keine betriebliche Ausbildung mehr erhalten. Ein typisches Beispiel ist die Gastro, wo zugegangen ist und man gar keine Möglichkeit mehr hat, um eine betriebliche Ausbildung zu erhalten. Dort muss man aber auch sehen, dass das relativ kurze Zeitperioden sind. Etwas anderes, was wir sehen, ist, dass Homeoffice etwas ist, wo in gewissen Branchen und Berufen, wie zum Beispiel der Informatik, ein relativ permanentes Phänomen war. Und wir haben uns das in einer Studie angeschaut und sind zum Schluss gekommen, dass Homeoffice durchaus einen negativen Einfluss auf den Kompetenzerwerb der Jugendlichen hat. Ich würde gerne noch mehr auf das Homeoffice eingehen, aber Gastro, die du jetzt angesprochen hast, wahrscheinlich, kann man sagen, ist das die Branche, Gastro-Hotellerie, die am meisten
trotzdem die Jugendlichen auch betroffen gewesen. Weil eben, du sagst, es sind Betriebe geschlossen worden. Ich denke an Hotels, die effektiv zugegangen sind. Das heisst, die Branche, hat es dieser Branche auch nachhaltig geschadet in dem Sinne, die Pandemie? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind an einem Bericht dran, wo wir das im Detail probieren anzuschauen. Und dabei ist eine Schwierigkeit natürlich zu erkennen, wie viel sind langfristige Trends und inwiefern sind die von der Pandemie noch verstärkt worden. Der Kompetenzverlust wird ja vor allem darauf zurückzuführen, dass sie weniger im Betrieb waren, dass sie weniger Betreuung hatten. Oder ist das der Hauptgrund? Das ist sicher ein wichtiger Grund. Und eben, es gibt wie zwei Arten davon, dass Leute nicht präsent sind. Das eine ist, sie sind gar nicht präsent und haben keine betriebliche Ausbildung oder dann aber auch im Homeoffice. Und ich glaube, das ist dann auch für in Zukunft ist das etwas, wo man sich bewusst sein muss, dass das Homeoffice für die Jugendlichen nicht trivial ist. Wir können die Jugendlichen, die im Homeoffice sind, können auf verschiedene Arten negativ beeinflusst werden. Eine Möglichkeit ist, dass sie keinen direkten Kontakt mit dem Ausbildner haben und dazu weniger informelle Gespräche stattfinden. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Motivation der Jugendlichen verschlechtert wird. Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Infrastruktur der Jugendlichen im Homeoffice weniger gut ist. Gerade wenn man sich überlegt, dass Jugendliche bei ihren Eltern wohnen, vielleicht keinen eigenen Arbeitsraum haben, vielleicht keinen richtigen Arbeitsstuhl haben und entsprechend auch die Haltung leidet. Man kann sich verschiedene Kanäle vorstellen, wieso Homeoffice einen negativen Einfluss hat. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass Homeoffice für die Jugendlichen nicht trivial ist. Kann man zusammenfassend sagen, dass Kompetenzverlust zum einen durch Homeoffice auch herbeigeführt wurde, aber gleichzeitig natürlich auch durch Betrieb oder Branchen, die gar nicht mehr arbeiten können. Also es ist wie beides. Ja. Auf jeden Fall. Und auch Quarantäne. Ich glaube, die Zeit, wo die Jugendlichen in Quarantäne waren, hat nicht nur Branchen wie zum Beispiel Gastro getroffen, sondern das hat auch Zeiten in allen Branchen gegeben, wo die Jugendlichen nicht im Betrieb haben können. Jetzt das Homeoffice. Wir haben ja gesagt, wir möchten da nicht allzu fest zurückschauen, vor allem vorher schauen. Das Homeoffice wird ja aber in der Arbeitswelt eine wichtige Rolle spielen. Da haben natürlich jetzt auch andere Generationen sich mehr vielleicht noch müssen das Ganze lernen. Aber das heisst, die Jugendlichen müssen wir ja wie auch können darauf vorbereiten, oder? Was sagst du um einen Betrieb, was Homeoffice wie die Zukunft hat? Oder? Ich glaube, daraus schliessen, dass man den Jugendlichen überhaupt kein Homeoffice zumuten soll, ist sicher eine falsche Schlussfolgerung. Es ist aber gerade für die Jugendlichen vermutlich sehr wichtig, dass sie die Sozialisierung und die informellen Gespräche mitbekommen. Das heisst, dass man das Homeoffice vermutlich nicht 5 Tage in der Woche macht oder bei den Jugendlichen 4 oder 3 Tage, sondern dass man das auf vielleicht 1 Tag in der Woche beschränkt. Also mehr im Umgang mit dem Homeoffice probiert, den Weg zu finden. Das glaube ich, ja. Weil eben, es ist relativ wahrscheinlich, dass Homeoffice Teil von der Zukunft wird sein. Insofern ist das ja auch Teil vom Lernprozess, wie man in der Zukunft arbeitet. Und wenn du die Zukunft anschaust, was ihr ja gestern auch in dem Webinar gesagt habt, dass der Berufseinstieg, dass das ein grosses Thema ist, das auch nicht einfacher geworden ist durch die Corona-Pandemie. Was ist da der Hauptgrund? Hängt das jetzt mit dem Kompetenzverlust zusammen? Oder ist das mehr, weil die Firmen vorsichtiger geworden sind bei den Leuten einstellen nach der Lehre? Das ist eine gute Frage und wir haben keine Antwort darauf. Was wir wissen, ist, dass während Corona der Berufseinstieg schwieriger war als vor Corona. Wobei wir noch keine Daten haben zum Berufseinstieg im Jahr 2022. Und wir wollen in zukünftigen Studien, wenn wir der Frage nachgehen, was ist die Ursache davon? Ist es der Kompetenzverlust oder ist die schwierige Situation der Firmen, die nicht die Lernenden anstellen wollten? Also das ist einfach noch ein Stück weit offen. Aber man kann sagen, gegenüber vor Corona ist es schwieriger geworden für die Jugendlichen, eine Anschlusslösung zu finden nach der Lehre. Ja. Ein grosser Teil der Firmen hat gesagt, dass der Berufseinstieg schwieriger war als vor Corona. Gut, aber das ist vielleicht auch noch wichtig hervorzuheben. Ihr habt natürlich die Sicht der Betriebe. Was kann man aber als Betrieb dagegen machen?
wie kann man das Problem, eben, ihr behaltet das im Auge, aber wie kann man das angehen? Wie kann man vielleicht die Jugendlichen auch mehr unterstützen bei diesem Übergang? Die Betriebe haben angegeben, dass etwas, was sie am häufigsten machen, ist, die Jugendlichen bei der Bewerbung zu unterstützen. Man muss sich bewusst sein, die Jugendlichen haben sich einmal auf eine Stelle beworben und sind noch relativ unerfahren in dem. Das heisst, sie haben Unterstützung geliefert in Bezug auf das Dossier zusammenstellen, aber auch darauf, wie man ein Bewerbungsinterview durchführt. Eine andere Möglichkeit sind Übergangslösungen im Betrieb, wo den Jugendlichen mehr Zeit geben, um eine gute Stelle zu finden. Dann ebenfalls etwas, was wir gesehen haben, ist, dass der Betrieb die Jugendlichen in Bezug auf Möglichkeiten von Aus- und Weiterbildungen beraten haben. Das sind die drei grossen Themen, die in unserer Befragung rausgekommen sind bezüglich, was Betriebe gemacht haben. Okay, ich denke, Betriebe sind da auch sicher engagiert und das liegt ja auch im Interesse, denke ich, von allen Betrieben der Branche, da den Jugendlichen zu helfen. Wenn wir vielleicht noch einen anderen Aspekt anschauen, das geht jetzt ein bisschen darum, ich sage jetzt, nach der Lehre ist ja die Rekrutierung auch ein Thema für die Firmen. Es ist ja aber auch schon bei den Lehrstellen ein Thema. Was hat das für Auswirkungen gehabt, die ganze Pandemie, auf die Rekrutierung selber? Zum Teil hat ja nicht mehr geschnuppert werden, ganz am Anfang, wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückschauen. In Bezug auf die Schnupperlehre sehen wir nicht so einen grossen Einfluss. Wir sehen aber im Allgemeinen einen sehr starken Digitalisierungsschub. Wir sehen, dass, wenn wir in Zukunft schauen, etwas, was sehr wichtige Veränderung ist, dass Social Media bei der Rekrutierung eine grössere Rolle spielt. Und dass Bewerbungsgespräche virtuell durchgeführt werden, ist ebenfalls etwas, was die Firmen angegeben haben, dass das auch in Zukunft wird der Fall sein. Die virtuelle Schnupperlehre hingegen, das ist etwas, was nur einen sehr kleinen Teil gemacht hat. Und das hat vermutlich damit zu tun, dass bei einer Schnupperlehre das Wichtige ist, der persönliche Match zwischen Firma und Jugendlichem zu eruieren. Und das kann man virtuell einfach nicht gleich gut machen. Aber gleichzeitig sagst du, dass die digitalen Kanäle wichtiger geworden sind, sei es für eine Lehrstelle oder auch vermutlich nach der Lehre, um jemanden zu rekrutieren. Genau. Gut. Ganz allgemein, möchtest du wie eine Prognose wagen für die Zukunft? Also wie geht es um Lehrstellenmarkt oder wie steht es um die Lehrstellensituation in der Schweiz, um die duale Berufsbildung? Ich glaube, es sieht gut aus. Wir haben die Firmen gefragt, wie Corona das zukünftige Lehrstellenangebot beeinflussen wird. Und 95% haben gesagt, dass es keinen Einfluss hat. Also wir sehen, dass das System, das Berufsbildungssystem von der Schweiz sehr viel Resilienz gezeigt hat und eigentlich gut durch die Krise durchgekommen ist und sogar vielleicht als Anlass genommen hat, eben einen Digitalisierungsschub vorzunehmen und vielleicht noch andere Innovationen, die das System weiter stärken können. Ich glaube auch wichtig, vielleicht noch der Hinweis auf lehrstellenpuls.ch, hat man auch noch die ganzen Detailinformationen. Was man sicher mitnehmen kann, das Angebot der Lehrstelle ist konstant geblieben, das ist schon mal erfreulich. Ich denke, gleich der Kompetenzverlust, der Übergang in die Arbeitswelt der Jugendlichen, das muss man im Auge haben. Auch als Firma kann man da etwas dazu beitragen. Mich nimmt ein Wunder, Thomas, als letzte Frage an dich. Was ist dein persönlich grösster Wunsch für die Zukunft der Berufsbildung? Ich habe nicht wirklich einen grossen Wunsch, weil eben, ich habe gesagt, aus meiner Perspektive hat das System gut funktioniert gut und hat in dieser Krise gezeigt, dass es sehr gut funktioniert. Und ich glaube, mein Wunsch war vor allem, dass man das wahrnimmt. Und dass man das wahrnimmt und dann dem System weiter schafft. Wir haben in den letzten 20 Jahren zum Beispiel in Bezug auf Durchlässigkeit sehr viele Innovationen gehabt. Und es ist wichtig, dass man mit das System auch in Zukunft innovativ bleibt, damit es mit solchen Herausforderungen kann zu Schlag kommen. Und ich glaube, das sind die zwei Wünsche, die ich habe. Einerseits, dass man sich der Stärke von diesem System bewusst ist und andererseits, dass das System weiter an sich arbeiten kann. Sehr gut. Danke vielmals, Thomas, für das Gespräch und auch danke für deinen wertvollen Einsatz für die duale Berufsbildung. Und schön, habt ihr heute zugelassen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und es heisst Inside Berufsbildung.